Hallo! Ja, Mensch, hier, der Eduard ist da, Sauerkraut, Zwerg, Lukas, Maywood und Pikachu. Sehr cool, freut mich. Nö, ich habe Halsschmerzen tatsächlich, deswegen habe ich einen Schal um. Ja, das sind Donuts, Zwerg, das sind Donuts, die ändern ihre Farbe mit den Monaten. Real Cactus Farm, hallo! Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr habt. Ja, wir haben schon Mitte der Woche, ne? Ich bin zurzeit. Irgendwie habe ich kein Zeitgefühl aktuell. Ich hoffe, ihr habt die Woche bis jetzt ganz gut rumgebracht. Hattet nicht allzu viel Stress, weil ich hatte einen Braunen gehabt. Ja, genau, der Braune ist der erste. Und dann kommt der Gelbe und ich glaube, danach kommt ein Rosaner. Jo, irgendwie nervige Woche, aber fast schon. Trink warme Milch mit Salbei, kannst auch Salbei Milch nehmen. Schmeckt besser mit einem Löffel Honig. Hilft beim Schleimlösen und Salbei. Das konnte ich probieren, ja. Danke für den Tipp. Was gibt's heute? Ja, wir machen heute eigentlich eine recht einfache und schnelle Küche. Das habe ich mir gedacht, das ist zwischendurch auch ganz gut. Und zwar machen wir eine Maultaschenpfanne mit Gemüse. Ja. Ich gehe mal duschen, aber das. Okay, viel Spaß beim Duschen. So, ich habe hier schon was vorbereitet. TK-Erbsen. Ja, also ich habe hier TK-Erbsen einfach mal hingelegt. Dann habe ich hier noch so Tomaten. Wartet, hier seht ihr es ja ganz gut. Ne? Ich packe es mal kurz hier hin. Dann haben wir so Reibekäse, Gratin-Käse. Die Maultaschen. Die habe ich geschnitten gekauft für die super faulen. Hervorragend. Kann ich euch nur empfehlen. Ja. Was du meinst? Gott, Herr. Die Scheiße. Ich habe selbst gerade Kochen beendet, schon bevor der Dill. Wieso mit Knacker und Kartoffeln? Was super. Bin sofort. Das ist sehr gut. Wenn es geschmeckt hat, ist es immer sehr gut. Dann habe ich noch Milch. Hörst du jetzt auf? Und ganz, ganz, ganz viele Karotten. Ja, ich habe nämlich hier, die eine ist ein bisschen, da müssen wir was wegschneiden, aber auf jeden Fall einige, achso, ihr seht es gar nicht, ne? Hier, so ein paar Karottchen. Ich habe nämlich ein Rezept, da sind Champignons drin. Also wer Pilze mag, kann da noch Champignons benutzen, aber ich mag ja keine Pilze. Für die, die mir schon länger folgen, wissen das. Geschnittene Maultaschen. Ja, das ist voll toll. Ich habe die beim... Oh, wo habe ich die gekauft? Beim Lidl, glaube ich. Beim Lidl gibt es die so ganz und geschnitten. Also für die Faulen, ich kann geschnittene Maultaschen empfehlen. Ja. Ach, Lukas, die gibt es schon lange. Gibt es schon wieder hinterm Mond. Was ist dein Lieblingskraut? Kraut? Blaukraut. Ist hervorragend. Genau. Ich überlege gerade. Also recht viel mehr kommt gar nicht rein. Also wie gesagt, das ist ein einfaches Gericht, aber ich glaube, es wird richtig, richtig gut. So, und zwar würde ich sagen, wir fangen damit an, Karotten zu schälen, oder? Das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Wir müssen Karotten schälen, Karotten schneiden. Aber, ich hoffe, das war nicht zu laut. Wir haben uns immer die Tasche vom Asiaten geholt, aber die gibt es mittlerweile nicht mehr. Falls du mal von der Teigtaschenmazerie in Österreich... Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Aber es ist natürlich ziemlich cool, wenn das eine Zeit lang ging. Stelle ich mir gut vor. Alle zusammen, die Karotten sehen genauso wild aus wie die ich immer verkoche. Irgendwie kaufe ich immer welchen Schuss, denn die rechtzeitig. Ja, die einen hier, die hier sieht schon ein bisschen schlechter aus. Aber das ist die am schlimmsten aussieht. Die anderen sehen eigentlich noch ganz, ganz gut aus. Die haben. Aber ja, ich sag mal, von da schneiden wir einfach großzügig weg. Das ist kein Stress. Da bin ich tiefenentspannt. Achso, ja, mach das mal. So, ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle fit. Wie gesagt, ich habe seit heute aber tatsächlich auch. Ich bin heute aufgewacht und da habe ich gemerkt, ja, ich habe so ein bisschen Halsschmerzen. Und ich bin jemand, ich weiß nicht, bei mir geht das auch immer voll schnell auf die Ohren, so ein bisschen Ohrenschmerzen und sowas. Also es ist nicht mega dramatisch, aber man merkt halt, dass man so ein bisschen am Rumkränkeln ist. Was schon wieder ein bisschen nervig ist, aber naja. Was will man machen, ne? So, ich schneide hier einfach schon mal großzügig weg. So. Dann haben wir weniger zum Schälen.
ein Sub von Koppenfan. Vielen lieben Dank für deinen Resub. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ja, Mensch, dir auch. Das schaut nach... Ja, ein bisschen. Also wie gesagt, das ist noch nicht schlimm. Ist auch noch keine so richtige Erkältung. Ich habe einfach so ein bisschen Halsschmerz, ein bisschen Ohrenschmerzen. Minimal Kopfschmerzen, aber alles noch so... Ja, keine Ahnung. Irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. So, du kommst aber erstmal noch auf meine Tafel. Den Follow sehe ich leider nicht, weil du da die, das Ding da hast. Mach's doch mal. Hier ein Follow von Prof Kai Kai. Dankeschön dafür. Und Alexander, Hallöchen. So, muss jetzt kurz erstmal einen Koppenfan hier auf die Tafel schreiben. Zack. So, gut. Mensch, hier. Ist die Werbung weg? Okay, sehr gut. So, mein Mod hat noch kurzzeitig was umgestellt, deswegen habe ich gerade kurz nur die Hälfte vom Bildschirm gesehen. Jetzt ist er fertig. Ach so, es ist übrigens, also ich habe die Maultaschen, also die, ich sag jetzt mal die normalen Maultaschen gekauft, die mit Fleisch. Man könnte das aber auch komplett vegetarisch machen, wenn... Sind ja doch immer mal wieder welche dabei, die sich vegetarisch oder so, oder... Ja, ja, lassen wir mal vegan weg, aber ich sag mal vegetarisch ernähren. Dann könnte man auch, es gibt ja vegetarische Maultaschen, könnte man sich dann auch einfach die holen. Weil sonst ist es ja eigentlich nur Gemüse und Milch und so. Ich hab's lange bei Twitch nicht kapiert, dass man beim Abo jeden Monat einmal auf... Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin ja auch noch nicht so lange bei Twitch dabei. Ich habe das auch erst entdecken müssen. Nein, ich habe Halsschmerzen, deswegen habe ich einen Schal um. Mich immer geärgert, dass man als Dauerabonnent als selbst... Ja, ach gut. Das kann ich aber nachvollziehen, ja. Das ist im ersten Moment ärgert man sich dann darüber. Bin am Überlegen, wie Maultaschen in Österreich heißen oder ob wir das überhaupt haben. Echt? Habt ihr das eventuell gar nicht? Das weiß ich, also weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Habt ihr bestimmt, oder? Ist das fair? Hi! Ich kaufe gerne die geschnittene Maultaschen. Von zum Beispiel Spinat Ricotta. Hat sich auch. Was ich gern kaufe, sind auch die Tortellini, wo dann so mit Spinatfüllung oder sowas. Da finde ich die mir immer ganz geil. Maultaschen sind eine schwäbische Sache, die gibt es hier nicht. Meint ihr? Die gibt es aber bei uns ja auch. Ich sag mal, bin ja auch nicht hier in Schwaben. Die sind aber doch mittlerweile eigentlich recht weit verbreitet. Die kann man schön mit Rührei nehmen. Ja, das hat mir mein Mod tatsächlich auch mal empfohlen. Habe ich auch schon mal gemacht. Das ist einfach ein schnelles Essen, was trotzdem recht lecker ist. Dazu Kartoffelsalat. Echt nicht? Okay, krass. Was ist eine Maultasche? Hier. Warte, das sieht man gerade noch nicht so, ne? Du siehst es dann später. Das sind so, ja, man kann sich wie große Nudeln mit Füllung quasi vorstellen. So. Knapp erklärt. Maultasche mit einer Pfanne mache ich auch immer mal das lecker. Ja, also absolut. Und es ist halt auch, wie gesagt, ein voll schnelles Essen. Wenn man sie zum Kaufen bekommt, dann sind die explizit als Maultaschen angepriesen. Ja, gut. So heißt es ja bei uns auch. So, wieder da, Mensch. Bist ja ein schneller Duscher. Speed-Duscher. Zwiebeln, Knoblauch, Chili in der Pfanne anschützen, geschnittene Maultaschen dazu und anbraten. Ja. Das hört sich doch nicht schlecht an. Also aber schon, ne, Maywood? Danke. Finde ich auch. Das ging voll schnell. Der ist ja nicht groß, das geht schnell. Ach so. dann sei verrückt und aufgeschlagene Eier und zwei Esslöffel Milchbrand, Schnittlauch, Salz, Pfeffer dazu und Schuss drüber gucken. Am Schluss. Ja, am Schuss, genau. ja. Das hört sich echt gut an, Koppenfan. Ah. Ja, ja, da sagt mir auf jeden Fall was. Ganz kurz noch das Ei stocken lassen, aber nicht trocken werden lassen. Wenn ich da drunter vorbei. Den Kartoffelsalat kaufe ich meistens für mich allein. Kaufst du Kartoffelsalat fertig? Ich muss ja sagen, ich finde, ich bin ja, also manchmal gibt es ja so Kartoffelsalat mit Mayonnaise oder sowas. Da bin ich immer gar kein großer Fan von. Aber manchmal kriegt man bei den Metzgereien richtig, richtig guten Kartoffelsalat. Ich habe das mal eine Zeit lang voll oft gemacht, dass ich mir, wenn ich beim Metzger war, Kartoffelsalat mitgenommen habe. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. Kannst du Nachos
Dankeschön. Sehr gut. Selbstgemacht schmeckt schon viel besser, aber auch... Ja, es dauert ein bisschen. Oh ja, wo ich vorher gewohnt habe, gab es so einen Mini-Edeka. Ja, das ist natürlich richtig praktisch, ne? Die hatten selbstgemacht... Ja, also wie gesagt, auch... Ja, also ich hatte quasi erst noch bei meinem Papa gewohnt habe. Also früher. Da war nämlich auch immer so ein relativ guter Metzger, die auch viel noch selber gemacht haben. Die haben teilweise, oder ich glaube fast ausschließlich sogar noch, auch selber geschlachtet etc. Und runtergeschmissen. Und die hatten auch einen hervorragenden Kartoffelsalat. So Metzger kaufe ich Wiener Würstchen. Ja gut, die haben ja aber noch mehr als die Wiener Würstchen. Das ist zwar auch schon mal nicht schlecht. Aber ja. Also wie gesagt, so. Wer es noch nicht ausprobiert hat, der kann es immer ausprobieren. Ich war sehr begeistert. Aber kommt natürlich auch immer auf den Metzger drauf an, ne? So, die habe ich schon geschnitten. Okay. Zumindest schon mal geschält. Dann, wie machen wir es? Ich würde sagen, wir schneiden... Ich weiß nicht, ob wir Scheiben schneiden sollen oder ob wir die Scheiben nochmal halbieren sollen. Da bin ich mir gerade... Wahrscheinlich wäre es schöner, wenn wir die Scheiben nochmal halbieren. Der war mega lecker. Das ist auch der einzige Supermarkt, den ich kenne. Der noch die Preise auf jedes Produkt draufklebt mit der Pistole an der Kasse. Also, ach Gott, wie süß. Voll der Retro-Supermarkt. Der Metzgerin bei Gabriel hat... Die Metzgerin bei Gabriel. Die war geil. Ich habe mir heute Kartoffelchips selber gemacht. Sehr cool. Und sind sie gut geworden? Aber hast du die in der Fritteuse gemacht oder im Ofen? Ich habe nämlich auch letztens mir ein Rezept rausgesucht, wo man auch Chips selber macht. Das wollte ich schon fast mal ausprobieren, aber ich glaube immer, das wird im Backofen halt nicht so. Und ich habe keine Fritteuse. Deswegen bin ich mir da ein bisschen unschlüssig immer. Aber an sich sehr cool. Die Metzgerin in München, ja genau. Die war schon nicht schlecht, Leute. Ich glaube, bei der hier, die ist ja relativ, relativ schmal noch, die Karotte. Da lasse ich jetzt mal die ganzen Scheiben. Und wenn wir dann, Mike Romsick, danke für dein Follow. Wenn wir die bisschen größeren, ich wollte schon Kartoffeln sagen, Karotten nehmen, die können wir dann in der Mitte nochmal durchschneiden. Ist doch eine Idee, oder? Was meint ihr? Guckt gleich wieder in den Chat. So. Frischer Ingwertee mit Honig mag ich ganz gern bei Halsschmerzen. Okay. Ofen geht's überhaupt nicht. Es ruft Fritteuse, aber die waren lecker. Okay. Ja, das ist das Wichtigste, dass sie lecker waren. Die Metzgerin war dann überraschend im Story. Ja, die war ganz, ganz, ganz wichtig, die Metzgerin. Der noch irgendwie, ich weiß den Spruch nicht mehr, aber ich weiß, die hat diesen coolen Spruch mit dem Würstchen losgelassen. Dafür habe ich sie gefeiert. Das war richtig, richtig gut. Ach so, ich habe übrigens, ich habe es noch nicht in den Zeitplan geschrieben, aber ich habe heute mal mit Roxen geredet. Und wir würden wahrscheinlich am Samstag ein Quiz machen. Ich weiß noch nicht genau, um wie viel Uhr. Irgendwie vielleicht später Nachmittag, früher Abend, irgendwie sowas. Weil er gemeint hat, das wäre cool, wenn wir das so ein paar Tage vorher schon mal sagen. Aber ich denke, so am Samstag könnten wir... Ich kann heute nicht reden. Könnten wir mal wieder ein Quiz machen. So. Bei Gabriel habe ich dich gefunden. Na! Ich habe immer gehört, dass sie in der Fritteuse lecker sein sollen, aber nur heißt, geht das damit auch? Ja, klar geht es damit. Mir an Silvester, ja, so ähnlich. Ich weiß gar nicht mehr, aber welches Quiz, wie ich glaube, Silvester war noch ein Filmquiz, ne? Also ich habe auf jeden Fall schon eins vorbereitet mit so berühmten Leuten. Vielleicht schaffe ich es auch noch irgendwie ein anderes zu finden, zu machen. Mal gucken. Vielleicht 18 Uhr wieder? Ja, ist eigentlich eine ganz gute Uhrzeit, ne? Wenn am Samstag bitte nicht früher ist. Nee. So, ich denke, ja, eigentlich ist 18 Uhr eine ganz gute Uhrzeit. Nicht ganz von der Farbe her. Hallo. Hallo Flo. Ja, du, bisschen Halsschmerzen, aber alles gut. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut. Okay, dann werde ich jetzt mal morgen heiß auf... Ja, mach das mal. Ich denke, da werden die sehr gut. Auf jeden Fall besser als im Backofen. Würde ich jetzt einfach mal so frech behaupten.
Ja, das bringt auch nichts, ob ich hier Gas gebe oder nicht. Wir haben ja noch einen guten Kartoffelvorrat. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist das Wichtigste. Also, die halbieren wir jetzt einfach mal. Und dann schneiden wir die so. Ja, das ist doch, das ist, glaube ich, eine ganz gute Größe. Ich finde, weiß nicht, gerade wenn man so dann, es wird ja im Prinzip dann so eine Pfanne letztendlich. Wir packen ja dann alles in die Pfanne rein und dann ist es irgendwie doof, wenn das Gemüse teilweise zu groß geschnitten ist. Mir geht's blendend gut mit. Dankeschön. Spielst du noch RSL? Ja, mal gucken. Also jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob ich auch, glaube die Woche komme ich nicht dazu. Aber wir schauen einfach mal, was wir spielen, wann wir spielen. Mal Google. Ich wollte eigentlich auch mal wieder einen Anno-Stream machen. Und wir wollten auch immer noch das eine Spiel spielen, wo ich mir den Namen nicht merken kann. Monkey Island, oder? Heißt es Monkey Island? Ich weiß es nicht. Doch. Ja. Das wollte... Nee. Day of the Tentacle? Keine Ahnung. Irgendeins von denen. Ich hasse sorry. Wir hatten so viel zur Auswahl. Ja, es war Day of the Tentacle, ne? Für die Entscheidung, glaube ich, hat das ergeben. Ja. Wenn ich sie auch okay. Ja, ja, alles gut so. Voll Soul, hallöchen. Na, alles gut bei dir. Also man merkt, die hier ist noch deutlich knackiger. Die Karotte, die davor, die waren schon ein bisschen weicher. Die waren einfacher zum Schneiden. Heute kam endlich meine Nespresso. Oh, sehr cool. Und schon eingeweiht und ausprobiert. Stimmt, oder? Ja, und selbst, ja, doch. Soweit alles gut. So, die hier müssen wir auf jeden Fall in der Mitte durchschneiden. Das hier ist dicke Karotte. Gut für mich, dass ich parallel am Essen bin, ansonsten wird mir was. Was gibt's denn Gutes bei dir, Flo? Hab 5 Kapseln gebraucht, bis ich es kapiert habe. Das ist ein bisschen lustig, es tut mir leid. Aber solange es jetzt funktioniert, ist ja alles gut. Man hört auch, dass die Knacke... Oh, hat man das so laut gehört? Okay, krass. Wenn zwei Leute in den Chat schreiben, dann hat man es wohl recht deutlich gehört, ja. Ja, Karotten ASMR, nur für euch. Hallo Nika, hallo Tister X. Na? Wie geht's? Wie steht's? Nicht verrutschen. Ich esse Ramen. Oh, lecker. Nee, war jetzt nicht laut, aber man hört das. Kennst du den Karamell von Mertu? Das kann sein, dass ich da... Ich habe ja, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Ich hatte so eine Probepackung sozusagen mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sorten. Ich habe die auf jeden Fall mal alle durchprobiert. Ich bin aber beim... Oh, wie heißt der? Voluto, glaube ich. Bei dem bin ich hängen geblieben. Mir geht's gut und dir? Ja, also ich hab leichte Halsschmerzen und so, aber alles gut. Irgendwie... Ich sehe da die ganze Zeit hier, das steht bei mir die ganze Zeit, nee, da auf der Seite ist hier so ein Haar ab, das stört mich voll. Ich sehe das die ganze Zeit selber irgendwie in der Kamera und denke mir so, grausam. Oha, trink Honig. Das haben jetzt schon ein paar gesagt, dass ich einen Tee mit Honig trinken soll. Das werde ich wahrscheinlich auch tatsächlich später noch machen. Das ist eine gute Idee. Das ist auch was nicht eklig schmeckt. Ich habe vorhin schon, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so diese, es gibt doch diese Lutsch-Tabletten. Da habe ich vorhin schon eine genommen. Ja. Aber wie gesagt, es ist so nicht alles noch nicht so schlimm. Einfach abschneiden. Gönn dir aber richtig. Guten Abend, hallo Dementus. Und na, alles gut? Am besten aus frischem Ingwer. Ja, da habe ich leider keinen da. Frischen Ingwer habe ich keinen da.
Den kaufe ich tatsächlich immer nur, wenn ich weiß, dass ich ihn irgendwie brauche. Die isländischen Moss-Tabletten lutschen ich bei Halsweh auch ohne Ende. Ja, ich sag mal, die helfen schon, zumindest für eine Zeit lang. Aber ich habe auch keine Lust, dann irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Tabletten zu lutschen. Für Schmerzen gibt es bei mir genau ein Mittel, und zwar Camillan. Das heißt, sind das auch irgendwelche Lutschtabletten oder was ist das genau? Sollen wir die? Ja, glaube ich, die ist dünn genug, da können wir die ganzen Scheiben wieder schneiden. Die Gelonivers-Tabletten zum Lutschen helfen bei mir auch gut. Ja. Ja, es ist halt auch immer, ne? Gibt immer, keine Ahnung, gefühlte 10.000 unterschiedliche, die eigentlich das gleiche machen, aber halt von unterschiedlichen Marken und Herstellern und. Ich hab noch Pizzateig da. Na dann, gibt's Pizza? Halsschmerzen sind leider nochmal einfach ein Kräutertee und Honig trinken und das macht's schon. Namen zusammen. Hallo Stromkatzen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, mein Mod macht sich gerade drüber lustig, dass ich so lange brauche für die Karotten. Naja, ich habe die auch noch geschält und geschnitten. Das dauert halt ein bisschen. Ich habe doch keinen Stress hier. Unglaublich, sag's euch. So weit, so gut. Hast du dich wohl... Ja, ein bisschen. Hab ein bisschen Halsschmerzen. Aber noch nicht so schlimm. Ich hoffe, dass es schnell wieder weggeht. Nee, das ist Kamillextrakt. Ah, zweimal am Tag googeln und... Oh, okay. Auch nicht schlecht. Was, wie die Cam oben hinterhängt? Ach, hinter. Ja, gut, das ist ja mittlerweile bekannt, ne? Jeden Schnitt in die Karotten macht man nur mal größer. Fragst du so selber Kostümmacher, wenn er mal das besser aussieht. Dankeschön. Gute Besserung, danke. Ingwer und Zitrone im Heißen. Also Ingwer mit Honig oder Zitrone haben jetzt schon viele gesagt, tatsächlich. So, jetzt schneiden wir. Nein, ich sag nichts Böses. So, ich wasche jetzt noch kurz die Tomaten. und dann halbieren wir die einfach noch. Abendjoche. So. So. Also. Was denn? Ach so. Einmal aus dem auf. Ja, das wollte er, dass ich sage. Ich habe gesagt, nein, ich sag nichts. Los, Herr Roll. Nee, kann das ab. Nein, hallo. Das möchte ich nicht. Hier, wie Lukas mitmacht, ne? Ist unglaublich. Unglaublich. So, also wir haben hier so kleine, ja, wie sagt man, Kirschtomaten. Die halbieren wir. Dann haben die eine schöne Größe, würde ich sagen. Die kommen später nämlich auch noch dazu. Hast du jetzt aber nicht gemacht, ne? Gut. Um was geht's, Lukas? Nix. Maywood war lieb zu mir. Böse zu Roxen. Oh, Roxen will schon wieder rumtrollen, ja. Panda wie immer lost. Ein bisschen, ja. Ach so, es ist gut, dass... Was mir gerade wieder eingefallen ist, ich habe es auch schon in den Discord geschrieben, aber für alle, die es noch nicht gesehen haben, ihr habt ja mitbekommen, dass es so eine Galileo-Sendung über Twitch geben wird und die kommt morgen ab 19.05 Uhr. Ich glaube, Pro7 ist das immer, ne? Also, wen es interessiert, könnt ihr da mal reingucken. Genau. Ich hatte euch ja gesagt, sobald ich den Ausstrahlungstermin weiß, gebe ich euch Bescheid. Den habe ich heute bekommen. Ja, also ist morgen. Auch gut, oder? Heute die E-Mail bekommen, dass morgen ausgestrahlt wird. Ah ja, und ein paar Tage später ist es dann auch in der Online-Videothek sozusagen.
Gerüchte besagen, es werden bei Galileo Chatverläufe geleakt, die zeigen, wie Lukas gemobbt wird. Ja, immer. Galileo gibt's auch oft. Oh, das weiß ich gar nicht. Es kann sein, dass es auch auf YouTube gibt. Wahrscheinlich, ja, kann gut sein. Ja, oder halt, wie gesagt, auf, also ein paar Tage später dann, gibt es ja dann auch auf der, was weiß ich, pro7.de Seite, ich weiß nicht, wo die da genau ihre Bibliotheken haben. Aber da wird es dann auf jeden Fall auch hochgeladen. Ich glaube, meine HD-Karte im Fernsehen ist nicht aufgeladen. Tatsache. Ja. So, also die... Ich will heute die ganze Zeit Kartoffeln sagen. Egal, ob es um Karotten oder Tomaten gibt. Ich habe die ganze Zeit Kartoffeln im Kopf. Das ist schlimm. So, also die Tomaten habe ich auch halbiert. So, jetzt muss ich kurz gucken, wie viele Erbsen wir brauchen. Ich habe hier nämlich TK-Erbsen. Die wiegen wir nur ganz kurz ab. 140, okay. Wir brauchen noch eine Schüssel. So. Weil dann können wir nämlich auch die kleine Kamera dann mit rüber zum Herd nehmen. Dann könnt ihr da alles sehen. Kartoffelchips. Und safe jeder Job, den die ausprobieren, ist natürlich ganz anstrengend, anspruchsvoll, man muss früh aufstehen, etc. Die Charlotte, hallo, schön, dass du da bist. So, also, auf null stellen die Waage erstmal. Und dann, oh, das sind noch so ein richtiger Klumpen. Oh. Gut, das sind schon 151. Nehmen wir so. Egal ob im Amazon-Verteilzentrum bei der Müllsortierung, Schneeräumfach und so weiter. Oh, die Essenssets bei dem Jumbo, die sind natürlich auch cool. So. Aus der Zeit, wo es noch Restaurants gab. Oh Mann, die USA. Ja. Tja. Lang, lang ist's her. Dankeschön für deinen Glotzi-Sticker. So. Ich bin gerade kurz noch am Überlegen. Eigentlich haben wir alles geschnitten. Das ist schon mal gut. Okay, dann nehme ich jetzt die kleine Kamera mit rüber zum Herd. So sieht man, glaube ich, gut, oder? Ja, ist okay. Okay, und zwar, wir fangen an. Als erstes werden die Maultaschen angebraten, aber ich brauche noch ein bisschen Öl. Das ist nämlich auch cool, also man, ja, wir haben jetzt quasi, sag mal, die Vorbereitungen, haben wir soweit alle getroffen. Und dann wird eigentlich alles nach und nach, kommt alles in die Pfanne. Das ist, spart auch wieder Töpfe, Pfannen und so weiter. Erbsen in TK geben, nicht vergessen. Das mache ich dann auch. Danke für die Erinnerung. So. Machen wir mal das Öl heiß. So, mal gucken, ob ich da hinkomme. Das ist nämlich immer ein bisschen, das steht nämlich meine Kamera immer. TK, Tiefkühl. Annika, hallo all. Hallo Infoheld. Wie geht's? So, also, Öl ist drin. Jetzt müssen wir kurz warten, bis es warm wird. Da haben wir die Erbsen. Ich habe den Klumpen mal kurz zerkleinert und ich schmeiße dabei Erbsen runter. Ah. Ist kalt. Ist kalt. Brösel 75. Hi. Na, wie geht's? Uff, endlich Feierabend. Ja, sehr gut. Tag geschafft. Aber wir haben schon die Hälfte der Woche, Leute. Das ist sehr gut. Maultaschen hören sich gut an. Ja, finde ich auch. Wobei ich sagen muss, ich mache die Maultaschen nicht selber, Leute. Ich habe die ultra faule Variante. Hier, Maultaschen, sogar schon geschnitten gekauft. Das ist hervorragend. TK ist Tiefkühler auch. Genau, also die, sind die Erbsen, die ich hier habe. Warte, ich kann sich. Seht ihr das? Ja, die sind tiefgefroren. Deswegen TK-Erbsen, genau. Über die Hälfte sogar. Das stimmt, der Mittwoch ist ja auch schon rum, ne? Wir haben nur noch 2 Tage. Das ist hervorragend. Und dann ist Wochenende.
Ich weiß nicht, ich fand, ja, bis jetzt ist irgendwie relativ schnell rumgegangen. Aber ich bin irgendwie total mit dem Zeitgefühl komplett durcheinander. Ich dachte gestern die ganze Zeit, dass heute Montag ist. Und heute war ich irgendwie wieder beim Montag. Das ist so. Ja, TK, total kalt. So kann man es natürlich auch sagen. Ja, ist ja nicht verkehrt, ne? So, ich schau mal kurz. Ja, das ist das. Schon mal heiß, das ist gut. Dann, also wie gesagt, hier unsere tollen Merl-Taschen für faule Leute. Die sind aber echt lecker. Ich kaufe die, ich habe die jetzt schon oft gekauft. Ich mag die sehr gerne. Heute ist Freitag. Nee. Moin, hi, schön, dass du da bist. Hab Ferien. Ja, ist richtig. Ja, das stimmt. Also, wie ihr seht hier, jetzt sieht man sie auch gut, weil vorhin mal jemand gefragt hatte, was Maultaschen überhaupt sind. Also gut, die sind jetzt natürlich geschnitten. Im Normalfall sind die zu quasi. Also die Füllung ist einfach innen drin. Außenrum ist so ein Nudelteigmantel sozusagen. Und die sind jetzt eben auch schon geschnitten. Das ist hervorragend. Ist hier, wenn man Urlaub hat, Zeitgefühl. Ist halt wirklich so. So komplett lost einfach. Woher aus Bayern kommst du? Ich komme aus der Nähe von Regensburg. Seko FIFA. So, dann gucken wir mal. Ja, das ist nicht schlimm. Also einfach, also wie gesagt, das ist eigentlich, das ist ein mega einfaches und eigentlich auch schnelles Rezept. Ja, also wie gesagt, wir braten jetzt alles nach und nach an. Dann kommt alles nach und nach rein in die Pfanne. Das ist genial, genial. Perfekt für so unter der Woche irgendwie kochen, wenn man was Gutes essen will, aber trotzdem nicht zu aufwendig kochen möchte. Cool, bin aus Minga. Ah, sehr schön. Ich kaufe immer Maultaschen, die sind regional. Ah, das ist natürlich auch immer gut. Es ist auch, als würde ich in einem richtig kuscheligen, bequemen Bett liegen. So, ist das so. Gibt es auch 100 Sorten, ja. Für wie viele musst du kochen? Für eine Person. Minga ist München, Panderchen, München. Ja. Hauptmetropolregion München. Genau. Wir kommen gerade so Hunger. Ja, Mensch, das freut mich. Und direkt ein Follow. Matt Professor Proton, ja doch. Freut mich und schön, dass du da bist. Schönen guten Akkerbe Schlumpel, Hallöchen. Monaco die Bavaria, ganz genau. Danke für dein Follow, Seko FIFA. Ah, der aus kleinen Nachbarschaft im Osten. Ja, so schaut's aus. Also wir braten jetzt die Maultaschen ein bisschen an. Einfach ein paar Minuten. Katerchen, hi. Na, alles gut bei dir? Single-Haushalt oder irgendwie? Nee, Single-Haushalt tatsächlich. Tja, ja, wer mag denn mein Essen nicht? Sowas gibt's nicht. Nein, Spaß. Nee, Single-Haushalt. Genau. Aber ich mag das ganz gern so. Dann habe ich für morgen nochmal was zum Essen. So, ich kann halt immer so 2-3 Tage meistens dran essen. Ist ganz praktisch. Muss ich morgen nur noch warm machen. Root for all. Hi. Schön, dass du auch da bist. Was? Herrgott. Scheiße. Okay. Ich rühre mal nochmal ganz kurz rum. Hier, man sieht es auch ein bisschen. Also, seht ihr das? Dass die man die hier schon ganz gut anbraten. Dreh mal kurz ein bisschen runter. Also die kriegen dann halt auch, ja, man sieht sogar ein bisschen, wenn man genau hinguckt, halt außenrum so ein bisschen Farbe. Ist genau richtig. Nika isst heimlich immer alles auf einmal, was sie kocht und gibt's. Ja, immer, immer. Du hast mich ertappt. Doch, aber das ist heute, glaube ich, schon der zweite, der es geschrieben hat. Oder ich habe es auf jeden Fall schon mal gelesen. München ist mir zu teuer und zu voll. Tja. Hat aber schon sehr schöne Ecken. Besucht immer mal wieder jemand da. Ja, ist eine schöne Stadt. So, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt unbedingt direkt in München wohnen möchte, aber es ist eine sehr schöne Stadt auf jeden Fall. Achso, ich dachte immer, Nika schmeißt da. Ja, natürlich. Klar, hallo? What the fuck? Leute! Nein.
Nein, Leute, hier. Es wird kein Essen, wenn es geht, weggeschmissen. Bin hier geboren, aber München ist wunderschön. Viel Natur und so weiter. Gut, ich sag mal, Dorfkinder würden die jetzt widersprechen, aber ist richtig so. Gerade auch der englische Garten oder so ist schon richtig schön. Genau, ich würde sagen, wir packen als nächstes die Karotten schon mal mit dazu, weil die ja doch teilweise ein bisschen, sie sind jetzt nicht mega dünn geschnitten, so dass die einfach schon mal ein bisschen länger mit in der Pfanne mit drin sind. Mach mich jetzt mein... da. Ja, die südliche Isar München ist der Hammer. Man merkt nicht, dass man in der Stadt ist. Flocher ist doch komplett überlaufen. Kennt irgendwer die Stadt Neuruppin? Also ich kenne sie nicht, it's not fair. Neuruppin, aber es sind 2 P. Ich weiß nicht mal, wie man sie ausspricht. Aber ich kenne es nicht, nee. Ich zeige euch die Geheimspots in München. Ja, hervorragend. Das ist doch ein Deal. Muss mal kurz jetzt hier nochmal umrühren. Ja, in der kleinen Kamera ist es immer ein bisschen schwer zu sehen, aber man sieht jetzt schon, dass die auch gut Farbe bekommen haben, die Maultaschen. So wird die sehen, und diese Touristenecken. Frage an die München hier, wer kennt die Kuren? Kenn ich? Gehört habe ich schon, war da vor 5 Jahren. Jetzt werden hier die München-Insiders ausgetauscht. München ist schon schön. Und das sage ich als Hamburger. Tja. Hamburg ist auch schön. So. Ich finde, es haben so viele Städte, haben ihren eigenen Charme einfach. Bester Laden, oder? Wir sind alle schön. Ganz genau. So. Bin gerade am Überlegen, ob ich die Erbsen auch schön dazu tun soll. Aber ich glaube, ich gebe denen einfach ein bisschen Zeit. Ne? Wir haben noch so viel Zeit. Wir haben überhaupt gar keinen Stress. Kann man machen. Das ist auch schön. Was ist da drin? Ja, genau. Bis jetzt sind es nur Maultaschen und Karotten. Ne? Es kommen dann noch hier. Ich habe TK-Erbsen. Warte, so sieht man. Die kommen noch mit rein. Relativ zum Schluss kommen auch noch hier die Tomaten mit rein. Kommt noch Milch rein. Und ganz zum Schluss kommt geriebener Käse noch drüber. Und Gewürze. Ich darf nicht im Stream sein, weil mein Bauch sonst das Handy auf ist, weil es das Essen im Bildschirm essen will. Das ist nicht so gut. Ich glaube, das Handy, das ist so schwer zum Beißen, weißt du? Das kann ich nicht empfehlen. So, rühren wir nochmal um. Muss man die vorher kochen, die Maultaschen? Oder kann man die fertig... Die kann man fertig aus der Verpackung nehmen. Die habe ich als erstes in die Pfanne gemacht und schon mal ein bisschen angebraten. Also die werden einfach angebraten. Oder meinst du, ob man die direkt essen kann? Also könnte man wahrscheinlich auch, aber ich sag mal, die sind ja klassisch, kommen die ja in so eine Suppe rein oder man brät sie an. Schmecken sie halt besser. Wie war dein Tag heute? Ja, ich habe heute, ich sag mal, nicht wirklich viel gemacht, muss ich sagen. Ich habe gearbeitet, dann noch kurz ein bisschen aufgeräumt. Jetzt streame ich schon, aber war völlig okay. Wie war denn dein Tag? Oder euer Tag? Ihr dürft mir gerne alle erzählen, wie euer Tag war. Kalte Maultaschen? Ja, ich glaube halt auch, es schmeckt, also prinzipiell möglich, aber schmeckt nicht so gut. Also ich würde empfehlen, sie zu braten oder irgendwie in die Suppe zu machen. So, what the fuck, 7 Jahre, fail. Was habe ich da gerade verpasst? Ein Account Age, sozusagen. Achso. Heute war Sporttag, war nach dem Arbeiten hier. Oh, sehr gut. Sehr vorbildlich. Hier. Ja, nicht schlecht.
hier die 8 Jahre. Ja, ja, also das ist, also es wird immer euer, wenn ihr Account Age eingibt, natürlich euer eigener Account sozusagen genommen. So geht's bei mir nicht mit. Es dürfen nicht zu viele im Chat sein, dann wird es per Privatnachricht oder Flüsternachricht an euch geschickt sozusagen. Nicht viel gemacht und gearbeitet, lasst das mal nicht geschehen. Nein, ich meine außer arbeiten, das ist halt, da ist der Tag halt irgendwie schon rum und man hat sonst nicht viel gemacht. Aber ja. 3 Jahre, 4 Wochen, Alter. Hauptsache, man muss sie nicht vorher kochen oder am Braten sein. Ja, also die kann man wirklich sehr, sehr einfach und schnell eigentlich zubereiten. Das auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir machen die Erbsen dazu. Gefühlt eigentlich erst seit März 2020. Bei mir steht 4 Monate, 2 Wochen. Oh, ich habe Verflüsse. Ja, genau, genau. Also wenn zu viele auf einmal diesen Befehl in den Chat schreiben, dann kriegen das die Leute einfach per Flüsternachricht zugeschickt. Dass halt nicht der ganze Chat damit zugespammt wird. Es funktioniert, aber ihr kriegt es halt auf anderen Wege. Dafür eher passiver, unbenutzter Account. Bis morgens um 6 Uhr war die Welt noch in Ordnung. Und da musstest du aufstehen davor. Ich musste jetzt los, aber ich schaue definitiv öfter vorbei. Sehr sympathisch. Dankeschön, das freut mich. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Viel Spaß, noch einen guten Hunger. Danke. Also, ich packe jetzt die Erbsen mit rein. Die Zeit vergeht schnell, schon 4 Monate gefühlt, das ist erst eine Woche her, ja. Ich sag mal, gerade so in der aktuellen Zeit und so weiter, finde ich, teilweise verliert man echt so ein bisschen das Zeitgefühl. Guck mal noch mal kurz ins Rezept, wie viel Milliliter Milch wir gleich brauchen. 200, okay. Dann können wir nämlich, können wir schon mal abmessen. Ich habe mich echt mit Anfang 18 bei Twitch angemeldet. What the fuck, ja. Die erste richtige Amtshandlung oder mit 18 bei Twitch anmelden. Es war ein bisschen mehr als 200, aber nicht viel. 2018 ist schon 3 Jahre her. Tja, so schnell geht's. Da war ich leider keine 18 mehr. Akula, danke für dein Follow. E31. Ha. Beziehungsweise im Januar 30. Na gut. Habe ich mit 12 Jahren angemeldet, bin jetzt 13. Okay. Kann man nicht besuchen, hab kein Essen zu Hause. Ach, schwierig, schwierig. Ja. 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 Ich hab auch über Bord. Lass mal noch ein bisschen, weil wenn wir die Milch reintun, dann würde ich nämlich zurückdrehen. Ich hab's jetzt noch so auf. Ja, fast Stufe 6 die Herdplatte. Ich mach's dir live. Schaut mega aus. Hab gestern auch die Frosse Gemüsepfanne gemacht mit Reis. Hm. Sowas finde ich auch immer sehr lecker. Ach, mein Bauch. Sehr lecker. Ja, richtig. Das ist ja das. Ich würde jetzt mal so sagen, das ist eigentlich auch ein relativ gesundes Essen. Relativ. Also auf jeden Fall okay.
Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, was wir für Gewürze reinmachen. Salz, Pfeffer auf jeden Fall. Die Frage, machen wir noch irgendwas anderes rein? Wir könnten ein bisschen Majoran vielleicht noch mit reinmachen. Voll lecker. Ja. Karotten und so eigentlich. Ja, hallöchen zusammen, guten Abend. Hallo Creative Joe. Oh, das sieht ja lecker aus. Lecker und einfach. Das ist das Schöne. Und eigentlich auch, es geht auch relativ schnell. Also sogar, und das sag ich, die gerade streamen und mit euch noch nebenbei rede, ne? Sogar bei mir geht's schnell. Also wenn ihr das einfach so zu Hause macht, dann ist es ein richtig, richtig schnelles Essen. Das eigentlich finde ich wirklich genau richtig so für unter die Woche. Weil man sich, wenn man gutes Essen haben will nach der Arbeit. Döner gewürzt. Ich glaube, das lasse ich weg. So. Also, wir haben Salz und Pfeffer auf jeden Fall mal hier. Majoran. Ja. Ich probiere es einfach mal mit den drei. Und dann gucken wir. Auch für die Studenten. Auch für die Studenten. Ja. Wir machen die Milch mit rein. Und Nika, brat nicht so stark an wegen der Maultasche, die werden so schnell hat. Nee, ich hab gerade eh schon ein bisschen runtergedreht. Auch ich mache jetzt auch die Milch rein, deswegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde ja die Mischung so aus Karotten und Erbsen eigentlich auch immer, also auch farblich sieht das irgendwie immer so schön aus. Ich mag das total gern, irgendwie diese Kombi im Essen. Nur die normalen Gemüsemaultaschen finde ich immer etwas geschmacklos, vor allem wenn man die Gemüse statt Fleisch produziert. Ja, also ich habe die mit Fleisch genommen. Okay, ich habe schon wieder Hunger. Das sind die mit Originalfüllung schon besser. Ja, also ich finde die auch, ich glaube, ich habe die mit Gemüse auch schon mal probiert. Ich muss sagen, mir haben die mit Fleischfüllung auch besser geschmeckt. Oh Mann, wieso habe ich mich in 4 Decken und 2 Kissen eingekuschelt? Ja, weil es bequem ist. Optisch ein Hit heute. Geschmack kann ich über den Stream nicht beurteilen. Das stimmt. Kann ich auch noch nicht. Habe noch nicht probiert. Aber ich würde sagen, wir schmecken ja dann am Schluss nochmal ab. Also es ist ja noch nicht alles drin, ne? Ich lasse jetzt mal kurz ein bisschen. Also ich habe ja gerade zurückgedreht. Wir warten. Wir lassen es jetzt mal ein paar Minuten. Ne? Dann kommen die Tomaten noch mit rein. Und ganz zum Schluss kommt dann noch der Käse oben drüber. Und dann würde ich sagen, vielleicht schmecken wir. Da bin ich gerade ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob wir erst abschmecken und dann den Käse drauf machen oder ob wir den Käse drauf machen und dann abschmecken. Zum Braten wie in die vegetarischen Genre hat man ja Brataromen, mehr Gewürze und Ei. Ja gut, mit dem Ei, ja. Was macht die Milch aus? Naja, dass man eine schöne, das wird so eine schöne, mit dem Käse dann noch, der schmilzt ja, dann hat man eigentlich so eine schöne Soße am Schluss noch. WTX Fidron, hi! Na, alles gut bei dir? Wobei ich bei Maultaschen Suppe auch immer abgeschmelzte Zwiebeln dazu mache. Mhm. Ist auch lecker. Müsst ihr auch mit so einer Dosenkarotten. Ja, könnte man. Für die Superfaulen, genau. Dann nehmt ihr einfach eine Dose. Das stimmt, da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Aber es geht auch. Ja. Ja, wenn dann mit Käse. Würde sagen, zuerst abschmecken. Ne? Wir könnten hier. Wir könnten mal wieder eine Abstimmung machen, oder? Sollen wir abschmecken? Also, erst abschmecken oder erst Käse dazu machen. Ja, und selbst hier geht es nicht so. Ja, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, aber sonst ist alles gut. Ja, ich weiß nicht, der Käse gibt halt auch nochmal Geschmack ab, ne? Wahrscheinlich macht es mehr Sinn. Ja, ich bin mir unschlüssig. Egal, wir probieren es einfach. So, ich muss viel trinken. Viel trinken ist wichtig. Erst Käse, meiner Meinung nach. Vorsicht, Käse hat viel Salz. Kein Problem. Abstimmung? Ja, wir konnten doch trotzdem eine Abstimmung machen. Hier, damit du auch was zu tun hast. Demokratie! Oh
okay und ich bin viel am Arbeiten. Zeit, oh okay, ist recht stressig bei dir. Vor den Käse. Ja, wartet Leute, es kommt eine Abstimmung, es kommt eine Abstimmung. Oh no, bist blass oder? Ich glaube, das ist meine normale Hautfarbe. Ja, also wie gesagt, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, ein bisschen Ohrenschmerzen, aber es ist alles noch nicht so tragisch. Aber ich bin auch jemand, muss ich sagen, ich werde nicht wirklich braun. Ich werde rot im Sommer, ich werde knallrot, aber braun werde ich nicht so richtig. Also ein bisschen klar, aber nicht so, wie ich das manchmal haben möchte. Aber mein Gott, was will man machen, ne? Kommt ein bisschen auf den Käse an, wenn es der Höllenbergkäse ist. Nee, ich habe so ganz, ganz leicht so diesen Reibe-Grator-Käse. Feinwürzig steht drauf. Also ist jetzt kein Bergkäse mit richtig, richtig viel Geschmack. Das nicht. Gegen Halsschmerzen hilft auch Ingwer kauen. Ja, es haben tatsächlich jetzt schon viele auch Ingwer-Tee empfohlen. Dann mit Honig oder mit Zitrone. Ich werde mir wahrscheinlich auf jeden Fall später noch einen Tee machen, ja. Halsschmerzen sind meiner Meinung nach Schlimmste, was man so kriegen kann. Schwere Krankheit ausgenommen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen nervig. Also, wo ich halt tatsächlich auch immer sehr, sehr, sehr anfällig bin, wenn ich irgendwie krank bin oder werde, bei mir geht es auch immer relativ schnell auf die Ohren, was ich persönlich auch immer recht unangenehm finde. Aber was will man machen? Tee und Wasser viel. Ja, ich versuche schon den ganzen Tag auf jeden Fall viel Wasser zu trinken. Ja, geht auch wieder weg, ne? Ich guck mal kurz rüber. Läuft hier doch ganz schön. Muss mal kurz gucken, Leute. Ja, das sieht aber gut aus. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir die Tomaten dazu, oder? Wenn ich merke, dass heiß krass und ich ein höheres Schlafbedürfnis habe, ist Erkältung. Ja, ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Richtig, beste ever, oder? Okay, also wir haben hier die kleinen Tomaten so halbiert. Und die kommen jetzt auch noch. Hey, ein Raid von Black Panther. Hallo. Hallo an die Raider. Und direkt ein Follow von, oh Gott. Wolf Gott, oh Gott. Oha. Und Aquara cheert 1900 Bits. Vielen lieben Dank dafür. Norris, danke für dein Follow. Aquara Gott hier. One Try Logo, danke für dein Follow. Angie City, danke für dein Follow. Revidi, danke für dein Follow. Jetzt habe ich irgendjemand vergessen. Apfeljujus, auch dir danke für dein Follow. Wie geht's euch? Stichwahl. Oh, 50-50 ist es jetzt ausgegangen. Oh nein! Ey, was ist denn hier los? Ja, Panther Army. Der Peter, danke für dein Follow. Gut und dir? Ja, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, aber sonst geht's mir auch gut. Und 1900 Bits. Die habe ich vorgelesen hier. Die habe ich vorgelesen. ich habe keinen Sound. Aber der müsste eigentlich funktionieren. Dankeschön. Für das Kompliment. Wie ist das jetzt wegen Abstimmung? Ja, wir machen das jetzt einfach frei Schnauze. Wir machen, glaube ich, zuerst den Käse rein und danach schmecken wir noch ab. Maya, danke für den Follow noch. Echt wild dein Stream, ja, seitdem ihr reingekommen seid. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Nochmal danke für den Raid. Geht, ich höre dich. Okay, so. Wir kochen. Ihr seht das in der kleinen Kamera. Da ist schon relativ viel drin. Wir machen eine Maultaschenpfanne. Die Maultaschen sind schon drin. Erbsen sind drin, Karotten sind drin, Milch. Jetzt kommen hier noch die Tomaten rein. Und danach kommt noch ein bisschen Käse drüber und wir schmecken das Ganze noch ab. Mendo, auch dir noch. Vielen lieben Dank für den Follow. Wir haben Mädchen wie hier reacted. Okay. Und vor Fortnite und Rocket League gespielt. Ja, sehr cool. Also vor und nach dem Käse abschmecken. Ja, wir gucken. Ja, ich würde sagen, wir machen erst den Käse rein und dann schmecken wir es komplett ab. Ich glaube, ich am einfachsten. Okay, also ich packe jetzt mal kurz die Tomaten rein. So.
als wieder eine Karotte aus der Pfanne gehüpft. Panda Army, nur ein bisschen Käse, dann abschmecken, dann den Rest Käse. Ja gut, so viel Käse kommt jetzt auch nicht rein, Leute. Also wir packen nicht die ganze Packung Käse rein. Ich würde eine Sache empfehlen, ein wenig... Wir haben Musik im Hintergrund, Leute. Es läuft Musik im Hintergrund. Aber relativ leise. Aber wir haben Musik. Ist jetzt noch gar kein... Nee, bis jetzt haben wir noch gar kein Gewürz drin, Leute. Ja, total ungesund. Oh, gar nichts. Omega, Leute. Okay. Nee, also wir haben eigentlich immer Musik im Hintergrund laufen. Ja. Hast du das zu leise eingestellt bei dir? Kann die Musik ein bisschen lauter machen. Haben wir gerade gemacht. Na gut, ich bin erstmal essen. Haut rein, Panda Army natürlich auch. Lass es dir schmecken. So, wir warten jetzt mal noch kurz. So, ich muss mal kurz, ich guck mal schnell noch mal ins Rezept, wie viel Käse die reinmachen. Bam, bam, bam. 100 Gramm. Okay. Bis dann. Jo, bis denn. Wie viele Zuschauer hattest du am Anfang? Ich glaube, wir waren so bei 55 circa, oder? Ja, ja genau. Frischer Knoblauch fehlt noch. Nee. Hätte ich, glaube ich, tatsächlich einen da. Aber, oder so, I don't know. Ja, wir waren, glaube ich, so bei ungefähr 55. Circa, mehr oder weniger. Genau, also jetzt brauchen wir noch eine Schüssel. Wir machen es hier rein. Und eine Waage. Ja. Wir wiegen jetzt noch den Käse ab. Also circa 100 Gramm. Ich sag mal, wir können auch ein bisschen mehr nehmen. Käse geht immer. Ja, es sind 113 Gramm, das passt. Wobei der Stand ist am Ende zwischen Rail, kann man doch abbrechen. Ja, man kann mit traden, man muss nicht mit traden. Das hat ja mit meiner Zuschaueranzahl davor nichts zu tun. Wobei der Stand da, nee, das habe ich gelesen. Ich krieg Hunger, ja, das ist sehr gut. Ich habe tatsächlich auch schon Hunger, muss ich sagen. So, also wie gesagt, wir haben jetzt hier noch, das ist so Grattorkäse, also so Reibekäse. Die angezeigten Zuschauer und die tatsächlichen Zuschauer variieren oft ziemlich. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist nicht immer aktuell. Deswegen sage ich mal so, Pi mal Daumen, aber. Wurscht. So. Wir gehen. Ich würde sagen, jetzt hier, wir haben 58. Wir warten bis 19 Uhr. Dann machen wir den Käse drauf. Dann, der schmilzt dann. Also wir warten einfach, bis der komplett geschmolzen ist. Und dann schmecken wir noch ab. Zuschauer! Guten Abend zusammen. Hallöche Zuschauer. Bei mir gibt es heute Nudeln. Ja, Nudeln gehen immer, oder? Was denn genau für Nudeln oder was gibt es dazu? So, ich rühre nochmal schnell um. Ich weiß nicht, ich schmeiß die ganze Zeit was aus der Pfanne, ne? Aber ist die gar nicht so voll. So. Die Zuschauerzahl ist egal, es kommt auf die Streamerin an. Oh, danke schön. Spaghetti, Pesto, das ist doch auch immer lecker. Guten Abend, Nika, guten Abend. Hallo, Topsen. Na, wie geht's dir? So, ich trinke nochmal einen Schluck. Schon 19 Uhr. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Käse rein, ne? Der kommt jetzt rüber. Das wird, glaube ich, richtig, richtig geil. So. Ja, es wird nichts verschwendet. So, da sieht man jetzt auch schon, ich weiß nicht, ob man das in der kleinen Kamera sieht, aber es sind schon teilweise leichte Fäden, also der schmilzt auch direkt.
schnell. Also so eine richtig, richtig, richtig geile Soße. Rate, wie alt ich bin. Keine Ahnung. Ist das genug Käse? Ja, das reicht. Mir geht's gut, danke. Ganz ehrlich, deine Pfanne sieht lecker aus. Dankeschön, das freut mich. Ja, also ich glaube auch, dass es gut wird. Wie gesagt, es sind bis jetzt noch keine Gewürze drin. Das heißt, wir müssen dann gleich noch abschmecken. Aber ich denke auch, genug Käse gibt's nicht. Ja, ich weiß schon, Lukas. Ich bin 11. So, okay. So, wir warten ein bisschen, bis das wirklich komplett geschmolzen ist. Also das ist ja jetzt kein Gericht, wo man jetzt wirklich mit Käse überbackt, sondern es kommt einfach nur so ein bisschen rein. Das wird so eine richtig coole Mischung aus Milch und Käse. Das macht die Soße, die wird so ein bisschen angedickt und schmeckt richtig gut. Wie alt bist du? Ja. Doppelt so alt wie du, plus ein Jahr. Nee, ich bin 23. Käse ist eine Lebenseinstellung, absolut. Absolut. Käse öffnet den Magen, ganz wichtig, ja. Auf jeden Fall. Ich finde es immer lustig, beim Käse sind sich immer alle einig. So. Alle lieben Käse. Oder ich sag mal, ganz viele auf jeden Fall. Nee, es schmeckt auch einfach lecker. Also ich bin auch eigentlich ein großer Käse-Fan, würde ich behaupten. Nein, ich habe keinen Freund. So, seht ihr das, wie dick das nämlich wird? Aber das ist genau richtig. Jetzt müssen wir nur ein bisschen durchrühren. Na, schon wieder eine Karotte rausgeschmissen. Das sieht richtig geil aus. Das sieht so gut aus. Soll ich morgen meinen Kartoffelchipskäse dazu machen? Du, wenn, kannst du machen. Fast alle. Naja, alle nicht. Immerhin gibt es irgendwelche, die essen Pizza ohne Käse. Ja, gut. Wegen dir muss ich mir jetzt eine Pizza mit viel Käse bestellen. Ich bekomme so mega häufige Zuschauer. Na dann, bestellen sie. Was für eine Pizza denn? Was für eine Pizza bestellst du dir? Käse geht immer bei Nudeln. Ich weiß nicht, ob das so passt. Ja, gut. Ich sag mal, manche sind ja, keine Ahnung, vertragen Käse auch nicht oder was weiß ich was. Das freut mich, dass du eine Freundin hast. Herzlichen Glückwunsch. So, ich gehe jetzt mal noch kurz würzen. Also ich habe jetzt schon mal rausgestellt Salz, Pfeffer und Majoran, ne? Ja, genau, Majoran. Wir gucken einfach mal und dann, ich weiß nicht, ich schmecke einfach ab und dann schauen wir, ob wir noch irgendwas dazu haben wollen oder auch nicht. Maja, gute Nacht. Schönen Abend dir noch. Schön, dass du da warst. Genau. So. Also, wir fangen mit Salz an, Leute. Dann kommt ein bisschen Pfeffer dran. So. Und Majoran. Hier so ein bisschen. Hast du Matsche Rezept? Nein. Ganz faul. Warte, ich zeig's dir nochmal. Hier. Ich habe Maultaschen gekauft und sie waren sogar noch vorgeschnitten. Wir haben die absolut faule Variante gemacht. Ich habe schon gesagt, so finde ich für nach der Arbeit oder was auch immer hervorragend. Ein gutes Essen mit wenig Aufwand. Nice, das ist hier richtig sämig geworden. Ja. Selbst ausgepackt, ganz genau. Am besten eine Pizza mit allem. Wer möchte mich bestellen? Welche Gewürze nimmst du über den Maultaschen? Ich mag Thymian. Ja, ich bin immer nicht der größte Thymian-Fan-Katerchen. Deswegen, da bin ich immer sehr, sehr sparsam, muss ich dir sagen. Sieht schon lecker aus. Werde ich auf alle Fälle mal probieren. Vor allem geht es einem... Ja, genau, das ist es. Also wie gesagt, das ist ein mega, mega einfaches Rezept. Man muss eigentlich nur das Gemüse ein bisschen vorbereiten. Schnibbeln, schälen und dann einfach nach und nach alles in die Pfanne packen. Und es geht auch echt schnell. Auf Milchprodukte verzichte ich, obwohl ich Käse liebe. Ach so, ja, okay. Hallo, Evelyn.
So, ich muss niesen. Ich glaube, ich habe vorhin Pfeffer eingeatmet. Seitdem hat es mir in der Nase gekribbelt. So. Gesundheit, Dankeschön. So, ich rühre mal nochmal um. Also seht ihr diese geile Konsistenz, Leute. Hier, ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber man sieht hier richtig so die Käsefäden. Das ist voll cool geworden. So, wir probieren jetzt mal. Wir müssen jetzt mal kurz probieren, ob das schon genug Gewürz war oder ob wir nochmal nachwürzen müssen. Ich weiß nicht auswendig, wie viel Saft ich habe. Mahlzeit. Wohlsein. Sieht ja wieder lecker aus. Dankeschön. Okay. Kannst du mal. So, ich nehme jetzt einfach mal kurz. Ja, wir probieren jetzt schon mal. Erstmal, das ist jetzt erstmal, ob das Gewürz schon reicht. Wenn nicht, würzen wir nochmal nach. Wir müssen jetzt mal gucken. Geht bestimmt auch mit Fake Milch. Ja, bestimmt. Es gibt doch auch so, weiß nicht, Sojamilch oder whatever. Ich denke, da kann man ein bisschen rumprobieren, aber das sollte auch alles funktionieren. Miam, miam. Ist gut. Aber ich würde sagen, es fehlt noch was. Also ein Gewürz würde ich sagen, wir machen noch mehr. Also schon mal nicht schlecht. Nicht schlecht, aber wir würzen noch mehr. Bin gerade am überlegen, ich habe so Tomate, Mozzarella gewürzt. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll, da ein bisschen was zu nehmen. Also so eine Gewürzmischung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, das heißt tatsächlich Tomate, Mozzarella gewürzt. Wir haben zwar kein Mozzarella drin, aber wir haben Tomate, wir haben Käse. Vielleicht, da ist auch halt Salz und sowas mit drin und halt so ein paar Kräuterchen. Das könnte ganz gut passen. Geht bestimmt, aber ich habe noch keine Fake-Milch gefunden. Die so schmeckt wie richtige Milch. Ja, da müsst ihr halt dann selber ein bisschen rumprobieren, weil da kann ich euch auch keine Empfehlung geben, was da jetzt richtig gut ist oder nicht, weil ich halt einfach die ganz normale Milch benutze. Aber gehen tut's bestimmt. Ihr müsst dann halt nur ein bisschen gucken. Hafermilch? Kann sein. Das ist absolut nicht richtig, was du da sagst, dass der Chat vorher nicht aktiv war. Aber gut. Wenn ich das Gefühl habe, da fehlt noch was, nehme ich immer eine Prise Zucker. Ach so, ja, sorry. Auf was war das hier? Sorry, jetzt bezogen. Keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Dankeschön. Ich leider auch nicht. Ja, also da müsst ihr, wie gesagt, also gehen tut es auf jeden Fall. Ihr müsst es halt einfach mal ausprobieren. Ist mir gerade auch aufgefallen. So. Sollen wir es probieren mit Tomate, Mozzarella, Gewürz? Muss mal kurz gucken. Wahrscheinlich. So, ich guck mal ganz kurz. Da ist Salz, Basilikum, Petersilie, Oregano, Knoblauch, Thymian, Rapsöl steht drauf. Mal so, der Chat ist immer aktiv. Ja, ich finde auch, wir haben eigentlich einen ganz schönen Chat auch immer. Und ja, mein Gott, es ist ja auch okay, wenn es mal ruhiger ist, ne? Aber bei mir ist immer was los. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ja, ich würde auch sagen, ich bin vorsichtig, mach nicht zu viel rein, aber wir machen das jetzt mal. So. Nochmal. Das passt garantiert, passt rein damit. Vor allem so bunt. Das habe ich auch gesagt. Ich finde das auch richtig, richtig schön. So, wenn das Essen bunt ist. Und wenn alle Stricke im Chat reißen, das Rollen drücken. Ja, genau hier. Auf euch kann ich mich darüber verlassen. Party bei Mika. Super mega lecker. Naja, nur dafür bin ich hier im Emot. Ich glaub's auch. Haben wir eine Tomate und Karotten erwischt. Es dampft richtig. Das ist gut. Das Tomate-Mozzarella-Gewürz ist hervorragend. Also finde ich. Und finde es richtig gut dazu. Ich bräuchte mal so ein Gewürzkurs für Noobs. Ich habe immer nur Salz und Pfeffer. Das ist natürlich sehr wenig. Also ich finde,
Aber ich bin auch, um Gottes Willen, ne? Also ich bin auch weit davon entfernt, jetzt irgendwie mich mit Gewürzen großartig auszukennen. Was ich halt sehr viel benutze, natürlich Salz, Pfeffer. Dann was ich noch habe, ist so ein Knoblauchgranulat, was ich immer ganz cool finde, wenn man keinen frischen Knoblauch zu Hause hat. Meine Oma hat immer gesagt, Majoran ist ganz, ganz wichtig. Also ich benutze auch sehr viel Majoran, Paprika edelsüß, kann man auch ganz, ganz viel benutzen. Muskatnuss. Ich würde sagen, das sind so bei mir Oregano auch noch. Aber das sind so die Hauptgewürze, würde ich sagen, die ich benutze. Ja. Hi, TypeR87. Hallöchen, schön, dass du da bist. Knoblauch finde ich auch sehr lecker. Magst du Kurkuma? In Maßen. Das finde ich dann teilweise, also ich mag es nicht, wenn zu viel drinnen ist. Komm mal vorbei, komm zum Essen. Ja, immer. So. Wir nehmen jetzt einen kleinen Teller und dann probieren wir mal noch alles zusammen, ne? Hier, ich habe ja bis jetzt nur das Gemüse. Wir nehmen jetzt alles auf einmal. Mit Maultaschen und mit allem dran. Die Herdplatte kann ich ausschalten, jetzt bin ich am Überlegen. Wir nehmen Schöpfer. Alles, das ist hervorragend. Das ist gut. Huch! Und gekleckert haben wir auch schon. Also ich mache euch natürlich wie immer auch noch ein schönes Foto, was dann auf Instagram und Twitter kommt. Wo habe ich jetzt Gabel da? Aber wir probieren jetzt mal. Man muss ja dann aber wissen, was wann man was nimmt. Ja, das ist nicht schlecht. Ich sag mal, in vielen, vielen, vielen Rezepten stehen eigentlich auch drin, welche Gewürze du nehmen kannst. Du kannst ja natürlich je nach Geschmack kannst du variieren. Aber ich sag mal, zum Beispiel Paprika kannst du natürlich halt auch oft nehmen, wenn halt auch tatsächlich Paprika drinnen ist. Ich sag mal, Salz, Pfeffer geht eigentlich immer. Knoblauch kannst du auch relativ häufig benutzen. Ne? Und dann musst du halt so ein bisschen nach Geschmack mit Oregano, Majoran und so weiter, da hilft tatsächlich einfach ein bisschen ausprobieren, finde ich. Ich habe bei meinen Kartoffelchips immer edelsüß Paprika, Salz, Knobi-Gewürz genommen. Nee, kein Kümmel. Ja, ich finde Kümmel, also ja, aber man benutzt Kümmel halt, finde ich, nicht so häufig. Ich finde zum Beispiel Kümmel bei Sauerkraut oder sowas mega, mega wichtig. Aber man braucht es halt, finde ich, nicht so oft. Das Würzen kommt, ja, es ist tatsächlich so. Und ich sage jetzt nicht, dass ich hier mega die Erfahrung habe, aber man merkt dann halt auch zum Beispiel, was einem schmeckt und was einem nicht schmeckt. Meine Schwester zum Beispiel liebt Rosmarin. Die macht voll gern so Bratkartoffeln mit Rosmarin. Oh. Ich sage jetzt nicht, ich hasse es, aber ich bin nicht der größte Rosmarin- oder Thymian-Fan. Das ist halt dann so ein bisschen bei mir so der Oregano, Majoran. So, also ja, je nachdem, wie es einem halt selber dann auch schmeckt. Knoblauch geht eigentlich immer, ja, also sehr oft auf jeden Fall. Immer schön dezent würzen. Genau, finde ich tatsächlich auch. Also ich bin auch jemand, ich tue mich immer schwer, wenn ich jetzt einen Topf habe oder eine Pfanne oder sowas. Ich meine, ja, ich würze die, selbstverständlich. Aber ich bin auch jemand, ich würze ganz oft auf dem Teller nochmal nach, weil man da einfach eine kleinere Portion hat, wo man es besser dosieren kann. Ja, aber einfach rumprobieren, würde ich sagen. Ja, so. Wir probieren jetzt mal. Oh, ist aber gut geworden. Rosmarin mit Thymian ist geil für Amikel. Ah. Nein. Das ist okay, aber ich würde es nicht als geil bezeichnen, Lukas. Also den Rosmarin mit Thymian auf Kartoffeln. Und bin ich nicht so der größte Fan von. Aber das Essen ist gut geworden, Leute. Das ist echt gut. Also wie gesagt, hier, ich würde sogar als relativ gesundes Essen verkaufen. Ziehgemüse drin, die Maultaschen, wie gesagt, und es ist halt auch echt mega einfach. Es ist mega einfach und geht schnell. Und ich finde es echt lecker. Mhm. Und dafür ist das große Standard. Ist gerade eine trockene Schnitte. Oh nein. Nico und Lukas werden sich diesbezüglich heute. Ich glaube auch. Na gut. So, ich gucke mal ganz kurz. Hm.
Zum Glück habe ich schon gegessen, sonst würde ich jetzt hermorden. Nika weiß aber, ja, ja, ich glaub's auch, Lukas, ich glaub's auch. Wir könnten theoretisch Tommy raiden. Der hat uns, glaube ich, auch schon ein paar Mal geradet. Okay, so wir haben gerade schon mal nach einem Raid-Stil geguckt, Leute. Meine Pizzasoße fängt erst das Köcheln an. Oh nein! Aber dann ist es ja schon mal in Aussicht, das Essen. Man merkt, dass du gerne kochst. Ja, also ich mag halt auch gutes Essen, Leute. Das ist so. Da fängt man zwangsläufig irgendwann an, selber zu kochen. Und ja, mir macht es schon Spaß. Ja, Tommy, da gehe ich jetzt eh hin. Okay, ja, wir werden den Tommy auch raiden. Also kannst du noch kurz da bleiben. Wir raiden dann eh rüber. Ja, es war heute ein bisschen ein kürzerer Stream, aber wie gesagt, ich finde, das ist ein hervorragendes Rezept für eben unter der Woche mal. So, ich packe das Rezept natürlich auch wieder in den Discord, wie immer. Es kommt auch noch ein Bild auf Instagram, Twitter. Und am Freitag, spätestens der nächste Stream, Freitag 15 Uhr, wie immer. Servus, gibt's das Rezept? Ja, Kakinata, ich packe das Rezept dann noch in den Discord. Oder wenn jemand keinen Discord hat, dann schreibt mir einfach Instagram, Twitter, Flüsternachricht, whatever. Also, genau. Wird die Pfanne heute noch leer? Nee. erholt. Dankeschön, sehr lieb. Also danke für die Idee, Kochidee. Ja, gern, gern. Dafür bin ich ja da, ne? Freue mich schon drauf auf Freitag. Ja, ich freue mich auch. Am Freitag wird gebacken. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir machen am Freitag die Donauwelle. Ich hatte ja schon erzählt, dass mir die schon seit Wochen durch den Kopf geht. Wir machen ein kleines Blech, das ich noch nie benutzt habe. Das wird eingeweiht, aber wir machen eine Donauwelle. Da freue ich mich richtig drauf und ich hoffe, das wird gut. Genau. Geil, ja, finde ich auch. Genau, okay, also dann sehen wir uns am Freitag. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir raiden zum Tommy rüber. Wäre cool, wenn ihr mitradet und Hallo sagt. Genau. Ja, dann bis dann. Tschüss.